بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لبقشفست السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Heute, inshallah, machen wir ein Thema über Al-Ashru Al-Awakhir min Ramadan, den letzten 10 Tagen von Ramadan. Und ihr wisst, dass die Tage rennen. Und ihr wisst, dass wir auf Ramadan gewartet haben. Und wir haben gesagt sogar, Allahumma billighna Ramadan. Möge Allah uns Ramadan erreichen lassen. Alhamdulillah, dass Allah Azza wa Jal uns diese Gabe ermöglicht hat. Warum? Weil viele Geschwister, die haben das gewünscht. Aber leider haben die das nicht erreicht. Und viele Geschwister, die haben das erreicht. Aber nur ein paar Tage von Ramadan und sind die gestorben. Und es gibt auch viele Geschwister, die auch Ramadan erreicht haben, aber die waren nicht richtig aktiv. Kann sein, dass die nichts vom Koran gelesen haben. Kann sein, dass sie einfach nur gefastet haben und das war's. Und kann sein, dass die richtig faul werden. Oder viele, meine ich damit, die waren richtig, also faul. Die haben nichts von diesen Tagen von Ramadan ausgenutzt. Und das hat nur mit unser Iman zu tun. Ein Mu'min, ein richtiger Gläubiger, nutzt immer die Gelegenheiten, die uns Allah Azza wa Jal gibt, aus. Warum? Weil wir sind auch nur ein paar Tage. Irgendwann sind wir auch schon nicht mal in diese Dunya. Und diese Dunya, sage ich immer, ist nur eine Brücke. Deshalb eine Brücke irgendwann wird endet. Diese Brücke ist genau wie, Kama qala Rasulullah, du bist wie ein Reisender. Ein Reisender, der müde geworden ist und unter einem Schatten von einem Baum gesessen und weitergelaufen. So sind wir. Warum? Weil Ad-Dunya la tadum. Für niemand. Diese Dunya, viele Leute von uns haben sie auch gelebt. Wo sind die? Ich kann euch nur eine Frage stellen. Wie heißt dein Opa? Du kannst mir sagen, mein Opa heißt Mohammed. Aber dein Opa, wie heißt er? Du sagst Allahu Alam. Ich kenne ihn nicht. Noch nie von ihm gehört sogar. Noch nie von ihm gehört. Ja? Ich habe auch für ihn noch nie Dua gemacht. Subhanallah, warum? Obwohl, das ist dein Opa eigentlich. Aber der war auch hier in dieser Dunya. Wo ist er? Schon gestorben. Der ist unter der Erde. Wie viel Ramadan hat er erlebt? Allahu a'lam. Das heißt, wir sind auch dran. Irgendwann werden wir auch sterben. Irgendwann werden wir nur eine Geschichte sein. Und das war's. Und kann sein, dass die Kinder von dir oder deine Familie, die werden dich auch sofort vergessen. Nach ein paar Wochen, das war's. Du warst schon mal eine Person. Sogar auch an diesem Tag, wenn du stirbst. Die nennen nicht deinen Namen. Du hörst nur, bring mal die Leiche hier. Wo ist diese Tote? Habt ihr die Leiche also gewaschen und so weiter und so fort? Du bist nur eine Leiche geworden. Deshalb, liebe Geschwister, ich sage immer, wir sind Muslime, die immer nach Hasanat suchen.
untersuchen. Weil diese Hasanat werden wir auch in unserer Gräber auch benutzen und brauchen. Wenn nicht, dann auch nicht. لأن Ramadan سريع. 20 Tage sind schon jetzt vorbei. Wallahi, schon vorbei wie ein Blitz. Geschlafen, aufgewacht, 20 Tage ist schon vorbei. Also ich sag, es ist sehr gut, wenn jemand das richtig ausgenutzt hat, aber schade einer, der 20 Tage in Ramadan gelebt hat und noch nicht Koran gelesen hat und noch nicht die guten Taten gemacht hat. Deshalb, Allah Azza wa Jal ist Rahim und Ghafur und Tawwab. Er gibt uns immer die Möglichkeiten. Schau mal, 20 Tage ist schon vorbei. Aber Alhamdulillah, es gibt immer Khair. Es gibt immer noch 10 Tage. Und diese 10 Tage sind die besten Tage des Jahres. Kama Khala, Ibn Abbas, radiallahu anhu und andere Gelehrten, die haben gesagt, die besten Tage, die Tagesüber, sind von Dhul Hijja. Und die besten Nächte oder die besten 10 Nächte sind von Ramadan. Letzte 10 Tage von oder die letzte 10 Nächte von Ramadan. Deshalb, liebe Geschwister, nutzt ihr noch diese 10 Tage. Wir werden auch einfach nur Augen zumachen, auf und dann werden wir sagen, morgen ist Eid. Danach vorbei. Warum vorbei? Weil diese Gelegenheit, was wir gehabt haben, haben wir leider nicht so richtig ausgenutzt. Und kann sein, Wallahu a'lam, werden wir nicht mehr Ramadan erleben. Kann sein, dass dieser Ramadan letzter Ramadan für uns ist. Und kann sein auch, diese 10 Tage, was noch gibt, letzte Nächte von uns. Deshalb, liebe Geschwister, so machen, immer richtig so und dann Power geben. Yani kana Rasul sallallahu alaihi wasallam in diese 10 Nächte schläft nicht, nur ein bisschen, damit er wieder Power sammelt, weiter also Power geben und auch viel Taten machen. Yani Allah azza wa jal hat uns diese Möglichkeit also gegeben, müssen wir erstens ihn danken. Ja, müssen wir ihn danken. Müssen wir auch sagen, nahnu nashkuru Allah azza wa jal. Wir bedanken Allah azza wa jal. Warum? Weil er uns diese Gaben gegeben hat. Deshalb, liebe Geschwister, Ramadan ist eine, sage ich immer, ist ein Schnäppchen. Ramadan ist ein Besucher, ein Gast, der uns zu uns kommt und bringt uns viel Hasanat, viel Barakat. Deshalb merkt ihr, dass wir richtig, Alhamdulillah, wir haben ein bisschen getankt. Unser Iman ist ein bisschen hoch. Nicht wie außerhalb von Ramadan. In Ramadan, man merkt, warum? Weil du bist nur in Ibadat. Tagsüber fastest du. Machst du auch, du versuchst auch, dass du dein Gebete pünktlich betest. Du versuchst auch, diese Sadaqat, Spenden zu geben. Du versuchst auch, dass du mit Brüdern zu sein, mit deiner Familie zu sein, dass ihr zusammen Iftar macht, dass ihr auch essen, so weiter und so fort. Das heißt, man wird richtig weich. Man wird auch richtig, also man merkt, لأن الله عز وجل قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Deshalb, liebe Brüder und Schwestern, ich sage euch und sage mir auch allererster Stelle, wir müssen richtig Gas geben. Besonders jetzt, die meisten Moschee, die beten auch diese Tahajjud, das heißt, letzte Drittel der Nacht, machen die auch Qiyamul Layl. Und in dieser Uhrzeit kommt auch Allah Azza wa Jalla runter. Und er sagt, wer sucht um die Vergebung, ich vergebe ihn. Und jeder von uns sucht die Vergebung von Allah Azza wa Jal. Jeder von uns braucht das. Weil jeder von uns hat auch besonders, also 100% gesündigt. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يوفقنا لصيام وقيام diese letzten 10 Tage von Ramadan. Und auch in den letzten 10 Tagen von Ramadan gibt es auch Laylatul Qadr. Deshalb
Liebe Geschwister, yani kana Rasul sallallahu alaihi wasallam fi al-hadith alladhi ja'a fi al-Bukhari an Aisha radhiyallahu anha in Muslim an Aisha radhiyallahu anha qalat kana ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi al-ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghayrihi. Das heißt, in den letzten 10 Tagen von Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er wird aktiv. Aktiver als die 20 Tage, was er gefastet hat und auch viele Ibadat auch gemacht hat. Obwohl er sallallahu alaihi wasallam ist, obwohl er der beste Mensch ist, obwohl er der beste Gesandte ist, aber trotzdem, er macht das, damit wir ihn als Vorbild nehmen, damit wir nicht faul bleiben, damit wir auch nach Hasanat suchen, damit wir auch wach werden, nicht einfach faul bleiben, besonders die Geschwister, die nicht die 20 Tage nicht richtig ausgenutzt haben. Nehmen wir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam als Vorbild und müssen wir auch wissen, was hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in diesen letzten Tagen und letzten, also Nächte von Ramadan, was hat er gemacht? كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن عائشة كذلك رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر يعني من رمضان wenn die 10 Tage von Ramadan kommen, was macht er? شد مئزاره وأحيا ليله وأيقظ أهله. الله أكبر. شد يعني شد مئزاره. Was heißt شد مئزاره? Damit gemeint, dass er nicht mit Frauen schläft. Es gibt keine Zeit mehr. Das ist Zeit von Arbeit. Er lässt einfach die Frauen zu Hause. Auch Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er lässt einfach nicht nur seine Frauen zu Hause, sondern er weckt die auf, damit die aufstehen. Damit die auch Qiyamul Layl machen. Damit die auch viel Hasanat machen. Damit die auch Qira'atul Quran auch rezitieren. Damit die auch viel Sadaqat auch geben. Sallallahu alaihi wasallam. Ayqadha ahla. Yani, keiner darf mehr schlafen. Steh auf. Aufstehen. Das ist die Zeit von was? Zeit von Ibadah. Zeit, dass man Allah Azza wa Jalla anbetet. Zeit, diese letzten 10 Tage gibt es keine Arbeit mehr. Ich muss konzentrieren, damit ich Laylatul Qadr begreife, erreiche, fühle, bekomme. Laylatul Qadr. Khayru min alfi shahr. Das heißt, Laylatul Qadr ist besser als 83 Jahre in einer Nacht machst du. Subhanallah. Yani, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam in diesen letzten 10 Tagen von Ramadan kein Spaß mehr. Obwohl, schau mal, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, sallallahu alaihi wasallam, auch nicht nur in Ramadan, qala sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu abdan. Das heißt, Allah azza wa jalla ist barmherzig mit einem Mann oder mit einer Frau. Mit einem Mann, der, was? Der kommt, er verrichtet 2 Rakat in der Nacht. 2 Rakat in der Nacht. Und was macht er? Und er kommt zu seiner Frau und weckt sie auf. Wenn sie nicht will, was macht der Bruder mit seiner Frau? Er nimmt Wasser, bisschen hier drauf und dann auf ihr Gesicht, auf Gesicht so schütteln. Nicht brrrr. Nein. Nur so. Machst du deine Hand ein bisschen nass und dann Gesicht auf deine Frau. Wenn sie weckt, Alhamdulillah, wenn nicht, dann lass sie. وَرَحِمَ Auch genauso, eine Frau, die in dieser Uhrzeit aufsteht und 2 Rakat verrichtet und er kommt zu ihrem Mann und auch ein bisschen Wasser nimmt, nass und auf ihm, auf sein Gesicht so macht. Die Frage ist, was ist, wenn die Frau jetzt auf Gesicht von dem Mann macht? Weckt er auf oder auf? Allah musta'an. Und Ar-Rahma, Allah sagt, jemand, der das macht, Allah ist mit ihm barmherzig. Rahim Allah. Das heißt, warum? Warum die Sahabe haben immer Ramadan leicht gefunden? Weil die nicht nur in Ramadan Qiyamul Layl machen. Die machen auch Qiyamul Layl außerhalb von Ramadan. Der Sahaba kommt, zum Beispiel einer kommt zu einem anderen Sahaba und er klopft ihm um 3 Uhr oder um 2 Uhr nachts.
Wenn der Bruder nicht ihn aufmacht, er denkt schlecht über ihn. Warum? Weil der Bruder sagt, welcher Mensch, der in dieser Uhrzeit schläft, wenn er kein Qiyamulayl macht. Das heißt, wenn er klopft und keiner aufmacht, er sagt, keiner in diesem Zuhause, in diesem Haus macht Qiyamulayl. Für die war das leichter, aber für uns schwer, Qiyamulayl, schwer, subhanallah. Allah, man findet das richtig schwer. Warum? Eigentlich alle Ibadat, die Allah Azza wa Jalla für uns gemacht hat, Wallahi, die sind leicht. Wir haben das schwer gefunden, weil unser Körper braucht nur, was gemütlich ist. Unser Körper ist eigentlich faul, aber wenn du ihn nicht erziehst, wenn du nicht dein Aql und dein Körper richtig erziehst, er wird dich erziehen. Mit was? Mit Faulheit. Denn Shahwa, diese Gelüsten brauchen nur Faulheit. Einfach nur Faulheit. Genau wie diese Wintertiere, die sind ganze Winter nur am Schlafen. Genau sind wir auch bei Qiyamulayl. Illa man rahimallah azza wa jalla. Es gibt Ausnahmen, alhamdulillah. Ich sage immer, diese Umma stirbt nie aus, aber sie wird krank. Und nach der Krankheit wird immer gesund. Alhamdulillah. Deshalb Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allererste, was er in diesen 10 Tagen macht, keine Frau mehr, ich habe keine Zeit. Die auch genauso. Ich muss richtig Power geben. Das heißt, nehmen wir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam als Vorbild in diesen letzten 10 Tagen, damit wir auch Laylatul Qadr erreichen. Bleib nicht oder sag nicht oder denk nicht, ich werde so bleiben, bis Laylatul Qadr kommt, und Laylatul Qadr ist am 27. Wer hat jetzt gesagt? Laylatul Qadr kann sein 21., kann sein morgen. Und hast du verpasst, wenn du auf 27. wartest. Kann sein morgen, kann sein am 23., kann sein auch am 25. bis 29. Sogar gibt es auch ein Hadith, manchmal kommt auch bei gerade Zahlen, gerade Tagen, Allahu Akbar. Warum? Weil in diese letzten 10 Tagen durch Power geben. Ohne Pause, pausenlos, pausenlos sagt man auch so, ohne Pause. Und Wallahi, wie ein Blitz geht vorbei, fuff. Und danach, Alhamdulillah, ich habe die letzten 10 Tage durchgebetet. Und Qiyamulayl ist, wie man auch also diese Nächte ausnutzt, nicht nur Qiyamulayl, es gibt auch Qira'atul Quran, Dua zu machen, Dhikr zu machen. Nicht nur Qiyamulayl, nein. Weil es gibt ein Hadith, qalat fihi, unsere Mutter, ich habe noch nie Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen, der durch die Nacht, das heißt ganze Nacht Qiyamulayl gemacht hat. Nein. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hat nicht und nie über oder mehr als 11 Rakat verrichtet. Das heißt, während dieser Tagen oder dieser Nächte, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat Qiyamulayl gemacht. Qira'atul Quran kam auch Jibril alaihi salam zu ihm, und er studiert mit ihm Al-Quran. Er hat mit ihm studiert, nicht nur gelesen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er bleibt auch und er macht Dhikr. Diese Ibadah, die auch ausgestorben ist, meine ich damit, yani, diese Ibadah, yani, Dhikrullah azza wa jal. Inna fi khalqi as-samawati wal-ardi wa ikhtilafi al-layli wan-nahari und so weiter und so fort. Das hat der Dhikrun, subhanallah. Du siehst die Himmel, wie die aussieht, Allahu Akbar. Subhan al-Khaliq und so weiter und so fort. Yani ganze Nacht nicht nur also Qiyamulayl verrichten, sondern auch Qira'atul Quran, Dhikr machen, Ad-Du'a. Qala sallallahu alayhi wa sallam, Ad-Du'a'u huwa al-Ibadah. Allahu Akbar. Ad-Du'a ist ein Ibadah. Ad-Du'a ist Ibadah, rawahu al-Tirmidhi. Deshalb Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wie gesagt, in diesen Nächten hat sie richtig ausgenutzt. Keine Jdehid, das heißt, er wird aktiv. Der war aktiv in die ersten 20 Tagen, aber in den letzten 10 Tagen durch, aber richtig aktiv. Kerrihil Mursala, sogar auch wenn er spendet, einfach gibt. Er macht keine Sorgen, einfach abgeben.
Alles, was er hat, er gibt auch. Und dürfen wir auch sowas auch nicht vergessen. Es gibt viele Geschwister von uns, Wallahi, die haben nicht zum Iftar. Müssen wir auch an die denken. Die haben nicht zum Essen. Und wir haben viele Fehler auch gesehen bei manchen Familien, in Gaza zum Beispiel oder in Palästin, in Afghanistan, in Burma, subhanallah. Die haben nur Brot, Wasser und Tee, das war's. Nicht wie wir, alles da. Wallahi, wir werden auch gefragt. Warum? Weil wir auch mindestens, dass wir mit denen Dua machen, das machen wir auch leider nicht. Deshalb, Allahumma kun ma'ahum. Oder auch an die Geschwister, die auch in Gefängnissen sind. Haben wir irgendwann auch an die gedacht? Die auch manchen, die wissen nicht, ob die Nacht ist oder tagsüber ist. Warum? Weil die sind keine Sonne. Und trotzdem die fasten. Wallahi, die fasten, subhanallah. Obwohl die wissen nicht, dass das Zeit von Maghrib ist. Oder Zeit von Isha ist. Oder Zeit von Suhur. Die machen das nur ungefähr. Ijtihiduna faqat. Haben wir auch an diese Geschwister auch gedacht? Oder nicht? Oder sind wir nur mit Dunya beschäftigt? Oder wir sind nur hier in Dunya, bevor Al-Akhira kommt, jeder sagt, Nafsi, Nafsi. Das ist die Wahrheit. Wir haben diese Leute auch vergessen. Wir haben auch die Witwen auch vergessen. Die haben auch Al-Yatama vergessen, die Waisenkinder auch vergessen, die gar kein Geld haben, die ihre Väter in Gefängnisse sind oder haben die auch sogar ihre Väter auch verloren und die haben niemand. Und trotzdem, man denkt nicht an die. Das ist ein Appell an uns alle. Diese Leute haben wir richtig, also die in den Stich gelassen. Und auch unsere Gelehrten. Es gibt auch viele Gelehrten, die sind ohne Grund in Gefängnisse. Für was? Für La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah. Und die wollen nicht, dass die Ehre das verlieren. Die haben Ehre, deshalb sind die in Gefängnisse. Wallahi, es gibt viele, viele, die sind richtige Gelehrten. Aber leider, die haben die in Gefängnisse gesteckt. Deshalb, alle solchen Sachen dürfen wir nicht vergessen. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان كذلك يقول يعني من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري. Das heißt, wenn du Qiyam, wenn du auch Laylat al-Qadr richtig yani getroffen hast und richtig ausgenutzt hast und du wartest auch auf diese Tawab, auf diese Belohnung von Allah Azza wa Jal, Allah vergibt dir alle Sünden von dir. Was wollen wir noch haben? Allahu Akbar. Lern Ramadan, wir haben gesagt, Ramadan ist fast vorbei. Und wir wissen genau, dass der beste Monat ist Ramadan. Und die beste Nacht ist Laylat al-Qadr. Deshalb haben wir nur 10 Tage. Wenn wir diese 10 Tage richtig ausgenutzt haben, Allah alhamdulillah, werden wir bestimmt Laylat al-Qadr auch treffen. اللهم ارحمنا برحمتك واسترنا بسترك. نعم. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني hat in diesen letzten 10 Tagen viele Sachen auch gemacht. Hat auch الاعتكاف gemacht. الله اكبر. اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم in رمضان. Hat auch اعتكاف gemacht. Warum? Es gibt ein Hadith, dass رسول الله صلى الله عليه وسلم hat von Anfang an die ersten 10 Tage von Ramadan I'tikaf gemacht. Und hat noch die 10 Tage, die in der Mitte sind, auch I'tikaf gemacht. Warum? Warum das? Er sucht Laylat al-Qadr. Allahu Akbar. Er sucht Laylat al-Qadr. Bis ihm gesagt wurde, dass Laylat al-Qadr ist in den letzten 10 Tagen von Ramadan. Dann hat die ersten und die in die Mitte sind gelassen. Sallallahu alaihi wasallam. Deshalb, liebe Brüder und Schwestern, Al-Ashr al-Awakhir ist eine Schnipsen, eine Gelegenheit.
dürfen wir nicht einfach so. Yani kama qala kadhalika, yani ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yani fil hadith ladhi rawahu al-Bukhari, es geht um I'tikaf und I'tikaf. Man darf nirgendwo machen außer in der Moschee. Das muss in der Moschee gemacht werden. Nicht zu Hause oder irgendwo. Nein, in der Moschee hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam I'tikaf gemacht. Yani kana ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yani ya'takifu fil 'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Bis er gestorben ist, hat immer letzte 10 Tage von Ramadan I'tikaf gemacht. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Und auch seine Frauen, die haben auch I'tikaf nach ihm auch gemacht. Yani limada? Lann al-i'tikaf, wenn du I'tikaf machst, was heißt I'tikaf? I'tikaf, dass du in eine Ecke in der Moschee nimmst und dort bleibst alleine. Dhikr machen, qira'atul Quran, an Allah azza wa jalla denken. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم قلوبهم وعلى ربهم يتوكلون الله أكبر. Das heißt, die Sahaba, die haben auch gewusst, wenn Muhammad sallallahu alaihi wasallam I'tikaf macht, die kommen nicht, wo er ist, und nerven die ihm. Nein, jeder hat seine Ecke und jeder gedenkt Allah azza wa jalla alleine. Die treffen sich nur, wenn die zusammen beten. Das war's. Nach dem Gebet, jeder kommt wieder in seine Stelle oder in seinen Platz. Mit Allah Azza wa Jal diese Verbindung machen. Keiner nervt andere. Jeder nimmt sein Koran, jeder nimmt also seinen Gedanken und gedenkt Allah Azza wa Jal alleine. Sogar, es gibt auch ein schönes Hadith, subhanallah, rawahu Abu Dawud. Das Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er hat in den letzten 10 Tagen von Ramadan I'tikaf gemacht. Und dann kam Aisha radiallahu anha. Sie wollte auch neben ihm I'tikaf machen. Und sie hat auch einen Platz gemacht. Das heißt, die Sahaba haben für sie einen Platz gemacht. Okay? Ist nicht so geblieben, sondern wer kam noch? Kommt jetzt Al-Ghira, die Eifersucht. Kam auch Hafsa. Kam Hafsa radiallahu anha, Bint Umar radiallahu anhu. Sie hat auch einen Platz neben ihm auch gemacht. Kam auch wer? Zainab bint Juhasch, seine Cousine, seine Frau radiallahu anha, unsere Mutter. Sie hat auch einen Platz neben ihm auch gemacht. Und da sagte Muhammad sallallahu alaihi wasallam, also wollt ihr auch Birr machen? Das heißt, wollt ihr auch was Gutes machen, Al-Khair machen? Aber yani, das heißt, Rasulullah hat das mit negativ gesagt. Das heißt, genau wenn du sagst, ihr kommt, damit ihr mich nervt. Ich will allein bleiben. Warum? Er weiß, Rasulullah hat Erfahrung mit Frauen. Er weiß genau, wenn er I'tikaf in der Moschee macht und seine Frauen neben ihm sind, Eifersucht kommt, was für I'tikaf ist das? Das ist kein I'tikaf mehr. Und wir wissen genau, wie unsere Mutter Aisha radiallahu anha richtig eifersüchtig ist. Weißt du? Und auch Hafsa radiallahu anha und auch Zainab bint Juhasch. Hier muss ich was sagen über unsere Mutter Zainab bint Juhasch, der auch mit der Aqida zu tun hat. Zainab bint Juhasch ist seine Cousine. Und sie war Frau von wem? Von Zaid ibn Haritha radiallahu anhu. Yani, sie hat immer gesagt, Zainab radiallahu anha, an die Frauen von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihr habt oder eure yani Maharim haben sie euch verheiratet mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, jeder hat seinen Mahram, das heißt, jeder hat ihre Mahram gehabt. Aber mein Mahram war Allah azza wa jalla. Der im Himmel ist, das ist mein Beweis jetzt, der im Himmel ist und hat mich mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam von oben mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam verheiratet. Das ist genau wie du sagst, Allah azza wa jal war Wali von unserer Mutter Zainab bint Juhasch radiallahu anha. Allahu Akbar, sie war immer stolz und sie hat immer das erwähnt, wenn die Frauen alle dabei sind, sagt, Allah azza wa jal hat mich verheiratet.
Allah ist mein Wali. Allahu Akbar. Hier kommt mir auch eine, fällt mir auch eine Geschichte auch über diese Frauen von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, radiallahu anhunna ajma'in. Weil ihr wisst, wie die Frauen sind. Normal, Frauen sind Frauen. Da haben immer Eifersucht. Ja, ich radiallahu anha, im Klammer, manche Gelehrten haben gesagt, dass das nicht authentisch, aber wir sagen nur, wie die Eifersucht war bei unseren Frauen, bei Frauen von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unsere Mutter. Aisha radiallahu anha sagte, ja Rasulallah, liebst du mich? Und sie weiß genau, dass sie am liebsten. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sie auch richtig geliebt. Aber eine Frau bleibt immer eine Frau. Sie hat ihm gesagt, ja Rasulallah, wenn du mich richtig liebst, musst du mir das beweisen. Er hat ihr gesagt, kein Problem, ich kann dir das beweisen, gar kein Problem. Was soll ich machen? Sagte ihm, du musst alle Frauen von dir hier zu mir bringen und du sagst laut, dass du mich allerliebsten oder ich bin dein Liebste. Okay? Sagte Muhammad, okay, mache ich kein Problem. Aber mit wem? Mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Rasul, der war richtig intelligent. Einer Mensch, der richtig intelligent war. Und er wollte nie eine Frau verletzen. Sagte Rasulullah, das kann ich gerne machen. Und dann, der war bei allen Frauen von ihm vorbei. Der war bei Maimuna. Maimuna war schon gestorben. Maimuna ist in Mekka gestorben. Maimuna und Khadija, die beiden sind in Mekka gestorben und ihre Gräber auch sind in Mekka. Die war bei Juwayriya, bei Umm Salama und so weiter und so fort. Aber wenn er bei einer Frau war, er gibt dir ein Dirham. Hier, dieser Dirham ist für dich. Und sagt niemand, dass ich dir diese Dirham gegeben habe. Okay. Der geht wieder zur anderen Frau. Und die Frau bekommt auch ein Dirham. Das heißt, alle Frauen von ihm, die haben diese Dirham bekommen. Und sagte, du darfst niemand sagen. Und morgen, hat auch jede Frau gesagt, morgen treffen wir uns inshallah bei Aisha radiallahu anha. Jede Frau sagte, okay. Nächster Tag kamen alle bei Aisha radiallahu anha. Und Aisha wartet. Yani hier, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er wird laut sagen, Aisha liebe ich am liebsten und am meisten. Ich liebe sie über alles. Das heißt, die ist mein Liebling. Dann kommt ihr dran. Allahu Akbar. Die sind zu unserer Mutter gekommen und jede Frau, sie weiß nicht, um was geht. Warum müssen wir bei Aisha treffen? Aber Aisha hat einen Plan. Sie wird stolz sagen, wenn Hasla sagt, Aisha ist die Beste von euch. Ich liebe sie mehr als alles. Also euch, meinte ich. Und dann kamen sie. Und dann Aisha radiallahu wartet und sagte ihm, ja, Rasulallah, los, sag. Dann sagte Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die beste Frau, die ich richtig liebe, die ich gestern ein Dirham gegeben habe. Und subhanallah, hat auch Aisha Dirham gegeben. Das heißt, jede Frau hat ein Dirham bekommen. Und jede Frau hat sich gefühlt, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was er gesagt hat. Allahu Akbar. Damit er nicht seine Frauen verletzt. Und jede Frau hat gesagt, oh, Alhamdulillah. Das heißt, Muhammad sallallahu alaihi wasallam liebt mich mehr, also mehr als jetzt andere Frauen. Warum? Weil jeder hat eine Dirham bekommen und keine Frau hat was gesagt. Warum? Weil Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, und keiner von euch darf was sagen. Sallallahu alaihi wasallam. Das ist Liebe. So kann man auch Liebe nennen. Warum? Weil Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt, von wem? Von Amr ibn al-As, radiallahu anhu, sagte, ja Rasulallah, wer liebst du am meisten? Der hat nicht
viele Gedanken gemacht, sondern hat sofort gesagt, Aisha, radiallahu anha, sofort. Sagte, nein, ja, das wird nicht von Frauen, ich meine von Männern. Sagte Abuha, ihre Vater, Allahu Akbar, yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er macht nicht so viel Gedanken, wenn jemand liebt. Allahu Akbar. Deshalb, yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er hat, wie gesagt, die letzten Tage von Ramadan richtig ausgenutzt. Und deshalb kamen die auch die drei Frauen von ihm und die wollten neben ihm auch also Etikaf machen. Danach, was, wisst ihr, was er gemacht hat? Hat ihm gesagt, macht ihr alles kaputt. Alles, was ihr jetzt gebaut habt, wegnehmen und yalla, kommen wir nach Hause. Sogar in diese Ramadan hat Rasulullah kein Etikaf gemacht, aber hat nachgeholt. In den ersten Tagen von Shawwal hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese 10 Tage nachgeholt. Allahu Akbar. Warum? Weil Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn er eine Tat macht, er lebt immer, dass er immer macht. Sallallahu alaihi wasallam. Aber heutzutage leider, wo kann man Etikaf machen? In der Moschee darfst du nicht. In alle Moscheen darfst du nicht. Warum? Ich weiß nicht selber, warum nicht, Achil Karim. Oder sogar vor ein paar Jahren, du darfst Etikaf machen, aber du musst 100 Euro bezahlen. Du bist im Hotel. Habt ihr das erlebt? Du musst erstens Ausweis zeigen und du musst 100 Euro bezahlen. Wenn du Etikaf machen willst. Vor ein paar Jahren war das. Aber jetzt darfst du nicht. Nach dem Tarawih raus mit dir. Du darfst nicht bleiben. Raus. Allahu musta'an. Aber Alhamdulillah, solange wir Möglichkeiten haben, dass wir immer Qiyamul Layl machen und Ibadat machen, Alhamdulillah, wir sind immer in einen guten Zeiten. Wir müssen nur diese Zeiten und diese Gelegenheiten ausnutzen. Nicht mehr, nicht weniger. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, auch in Ramadan, schau mal, wie die Sahaba waren, ne? In Ramadan, er hat manchmal 3 Tage hintereinander gefastet. Yusamma bil al-wisal, al-wisal, nicht as-siyam, sondern al-wisal, wenn jemand durcheinander 3 Tage fastet. Ein Sahabi oder die Sahaba, die wollten auch das machen. Ittiba, die haben Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelebt. Yani, wir müssen auch machen. Was du machst, ja Rasulallah, wir müssen auch machen. Es geht um Punkten. Aber die wissen nicht, dass das nicht einfach ist. Und die wissen nicht, dass das eine Besonderheit der Sache extra für Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Yani, qala, yani, naha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam an-wisali fi as-sawm. Yani, sagte denen, ihr dürft das nicht machen, wie ich mache. 3 Tage, 2 Tage und so weiter und so fort. Ihr dürft das nicht machen. Sagte, ja, Rasulallah, warum nicht? Innaka tuwasil, aber du machst das. Warum dürfen wir das nicht machen? Schau mal, 3 Tage und die wollen auch das machen. Bis er sagte, ihr dürft das nicht machen. Warum? Weil wenn, der weiß genau, wenn wir als normale Menschen 3 Tage hintereinander machen oder fasten, wir werden bestimmt schwach. Wir werden bestimmt keine guten Taten mehr machen. Wir können das nicht mehr schaffen. Weißt du? Deshalb sagte der, ihr dürft nicht 3 Tage hintereinander fasten. Sagten, warum ja, Rasulallah? Aber du machst das. Warum dürfen wir auch das nicht machen? Warum dürfen wir auch kein Hasanat sammeln? Sagte Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uayyukum mithli. Wer ist wie ich. Keiner ist wie ich von euch. Warum wie ich? Yani huna, Ar-Rasul, er gibt nicht an. Uhasha. Wir wissen genau, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam richtig bescheiden ist. Er sagt das nur, damit die Sahaba die Zeiten richtig ausnutzen, damit sie richtig aktiv werden, damit sie richtig Qiyam al-Layl machen und so weiter und so fort. Aber wenn du 3 Tage oder 2 Tage hintereinander betest, ich meine fastest,
Du schaffst das nicht als normaler Mensch. Denn der Rasul ist auch normaler Mensch, aber er bekommt Wahi. قال الله عز وجل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي Ich bin auch ein Mensch, genau wie euch, aber was ist dazu? Dazu kommt, ich bekomme Offenbarung. Das ist der Unterschied zwischen mir und ihr. Das war's. Sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, wer ist wie ich? فإني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. Allahu Akbar. So, genau wie du sagst, sagte denen, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, genau ich übernachte bei Allah azza wa jal. Abitu inda Allah azza wa jal. Yut'imuni, er speist mich. Wa yasqin, und er gibt mir auch Trinken. Das ist nur nicht direkt, aber wir wissen genau, was ist damit gemeint. Speisen damit gemeint, diese Ruhe, yani seelisch. Er bekommt diese seelische Kraft von Allah azza wa jal. Deshalb schafft er das. Er braucht kein Essen, dieses normale Essen, was wir wissen. Nein, diese Kraft, diese seelische Kraft, was ihm Allah azza wa jalla gibt, damit er das ertragen kann als Prophet sallallahu alaihi wasallam. Denn hada ghida und ruhi, das ist eine seelische Nahrung, eine seelische Nahrung. Ja. Deshalb, wir dürfen nicht also weiter faul bleiben. Wenn du so viel schläfst, dann mach weg. Es gibt auch manche Gelehrten, subhanallah, von Salaf damals, die sagen, solange die letzten Tage von Ramadan kommen, ich dusche jeden Tag, damit ich wach bleibe. Ich dusche. Immer wenn ich faul werde, ich dusche, damit ich weiter die Taten mache. Nicht viel schlafen. Wir haben, Alhamdulillah, genug in diese 20 Tagen schon geschlafen. Jetzt wach. Jetzt, es geht um Laylatul Qadr. Und Laylatul Qadr bleibt nicht in einem Tag oder in einer Nacht. Nein. Sie kommt mit Abwechslung. 21., 23., 29. und so weiter und so fort. Deshalb, Dusch. 10 Tage Dusch. Erst wenn du hörst, morgen ist Eid, dann Alhamdulillah. Deshalb sagte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Lissa'imi farhatan. Einer, der gefastet hat, hat zwei Freude. Farhatun inda fitrihi, wenn du dein Fasten brichst, wir werden glücklich, subhanallah. Automatisch, Fitra, das ist ein Fitra, Instinkt, ganz normal. Lissa'imi farhatani, farhatun inda fitrihi und farhatun inda liqa'i rabbihi. Und wenn du mit Allah Azza wa Jalla triffst, das ist auch eine extra Freude. Warum? Du wirst belohnt. Du bekommst deine Belohnung. Und wir haben auch schon mal gesagt, إِلَّا الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ Yani Allah Azza wa Jalla gibt, also er wird uns belohnen, extra bei Fasten. Andere Taten ja, aber bei Fasten extra Belohnungen. Und wir wissen genau, dass Allah Azza wa Jalla Karim ist. Großzügig ist. Und auch in diesen letzten 10 Tagen von Ramadan ein Dua nicht vergessen. Jedes Mal erwähnen, wenn du ins Sujud machst, wie bist, wenn du beim Laufen bist. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rawi al-Bukhari. Denn Aisha radiyallahu anha, unsere Mutter, sagte, was ist, wenn ja Rasulullah Leila al-Qadr treffe, was soll ich sagen? Welche Dua soll ich sagen? Sag, Allahumma innaka afuun, nur afuun, im Klammer, karimun, gibt es nicht im Hadith. Dua ist Ibadah, wal Ibadah tuqifia. Darf man nicht mehr oder weniger in einem Dua, wenn wir wissen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam genauso gesagt hat. Wir dürfen kein Wort dazu machen, nein. Allahumma innaka afu. Du vergibst. Wir wissen ja Allah, dass du vergibst. Allahumma innaka afuun. Tuhibbul afu. Du liebst die Vergebung. Fa'afu anni. Vergib mir. Allahu Akbar. Wer? Aisha radiallahu anha. Und sie weiß genau, dass sie im Paradies ist. Subhanallah. Warum? Weil Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, die Frauen von Dunya
die ich geheiratet habe, die werden auch im Paradies mein Frauen sein. Und trotzdem, sie sagt, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Auch genau so sollen wir auch sagen. Nicht vergessen. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Warum? Innaka afu. Allah Ghafur. Allah Tawwab. Allahu Rahim. Allahu Rahman. Er vergibt. Wallahu yuridu an yatuba alaikum. Er will, dass wir uns also, Tauba machen. Er will uns vergeben. Er sagt nur, kommt zu mir. Fafirru ilallah. Kommt ihr zu Allah Azza wa Jal. Seine Vergebung ist da. Aber wir wollen das nicht haben. Wir lenken uns selber ab. Andere Wege. Andere Sachen, die uns nicht nützt. Ashur al-Awakhir im Ramadan, letzten Tagen, yani, nicht schlafen nach Al-Karim. Wach bleiben, besonders in der Nacht, wach bleiben, Dhikr, Qira'at al-Quran. Wir wissen nicht, mit welchem Tat werden wir das Paradies bekommen. Man denkt, dass das Kleinigkeit ist, aber bleib wach, lies Al-Quran, lies. Yani, es gibt eine Nacht, Laylat al-Qadr. Wisst ihr, was Laylat al-Qadr heißt? Beste Nacht. Wir wissen nicht, in welcher Tag kommt sie oder in welche Nacht kommt sie. Deshalb wach bleiben nach Al-Karim bis Fajr. Bis Fajr, nach dem Fajr kannst du schlafen. Kannst du gar kein Problem. Aber vor dem Fajr bleib wach, Al-Karim, nach Al-Karim. Wenn du Urlaub nehmen kannst, nimm das. Wenn du wach bleiben kannst, bleib achi nach, also wach. Lies Koran, Dhikrullah Azza wa Jal, guten Taten machen, Familie besuchen und so weiter und so fort. Weil diese Taten, wie gesagt, nach dem Ramadan vorbei. Wir müssen wieder nächste Ramadan warten. Aber keiner gibt uns, leider, keiner gibt uns Garantie, dass wir noch nächsten Ramadan bleiben. Yani, hat der Rasulullah, als er nach Medina angekommen ist und da hat er gefunden, dass die Juden am Ashura fasten, dann sagte, wenn ich noch am Leben bin, ich werde 9. und 10. fasten. Aber Rasulullah gestorben. Kann sein, das werden wir auch so erleben. Nach diesem Ramadan, ob wir noch hier treffen oder nicht, Allahu a'lam. Dass keiner von uns weiß. Kann sein, dass einer von uns fällt. Kann sein, dass ich fehle. Allahu alam. Yani, a'maruna ind Allah azza wa jal. Yani, wir wissen nicht. Aber wir wissen genau, dass irgendwann müssen wir sterben. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati. Faman zuhziha. Das ist der beste Erfolg, dass du das Paradies bekommst. Es geht um Paradies. Warum warten wir auf Laylat al-Qadr? Damit wir das Paradies bekommen. Warum sagen wir, Laylat al-Qadr ist, was heilig ist? Da kommen die wer? Da kommen, al-Malaika, kommt Jibril alayhi salam. Eine Nacht, die ist besser als 83 Jahren. Da kannst du diese Taten, was du in einer Nacht machst, musst du 83 Jahre leben, damit du das bekommst, damit du das erreichst. Und wir haben diese Gelegenheit. Und Schande auch, oder nicht nur Schade, sogar auch Schande, dass jemand, Allah Azzawajal hat ihm diese Möglichkeit gegeben, damit er noch am Leben bleibt. Aber er nutzt nicht diese Tage aus. Er guckt Filme. Macht Karten, Spielen, so. Was ist das? Das ist keine Zeit für Spielen. Das ist Zeit von Ausnutzen, Dhikr machen, Koran lesen, Qiyamul-Layl verrichten. Das ist nicht für einfach so ablenken. Es ist nicht Zeit von Schlafen. Es ist nicht Zeit von Zeit verschwinden. Nein. Zeit von Hasanat sammeln. Lianna al-Hayat qasira.
Al-Hayat ist kurz. Und diese Hayat eigentlich, sage ich immer, ist nur eine Brücke. Muss man das richtig ausnutzen. Wie man das nicht ausnutzt, irgendwann, wenn wir sterben, werden wir sagen, ja, laytani qaddamtu li hayati. Was habe ich gemacht? Ich habe so viel Zeit gehabt, aber leider habe ich das nicht ausgenutzt. Das wird jetzt endet und dann warten wir inshallah nochmal. Inshallah, Zikr Bachar. Ich muss wieder, inshallah, tut mir leid. Aber leider muss man das machen.